So, da sind wir wieder und weiter im Laufschritt. Wir haben hier einiges abzugraben, liebe Leute. Und prompt geht die erste Schaufel kaputt. So sieht das eben aus. Und wir werden noch einige Schaufeln hier zu Grabe tragen, quasi. Boah, das klingt jetzt ein bisschen brachialisch, oder? Dumm-di-dumm-di-dumm. So, letzte Folge war ein geiles Thema, ne? Hier mit Zeitreise und so weiter und Zeitveränderung, Zeitparadoxon. Ach ja, würde ich gerne noch ein bisschen schwadronieren, aber irgendwie, ja, habe ich ja schon im Großen und Ganzen alles gesagt, also alles Relevante, ne? Also halt mit Erschaffung, wenn du halt wirklich in die Zeit zurückreist, um da irgendwas zu verändern, dass du halt damit eine neue alternative Zeitlinie erschaffst. Weil das wird dann halt so quasi, sagt man sich, dass du nicht deine eigene Zeitlinie, sondern eine ganz neue erschaffst. Das würde aber wiederum bedeuten, wenn du selbst zum Beispiel, sagen wir, du gehst zurück, ne, in die Vergangenheit und tötest deinen Vater. Ja, dann würdest du ja trotzdem noch leben. Ja, man sagt ja immer, pass auf, du darfst in der Vergangenheit nichts ändern, weil das könnte deine Existenz auslöschen. Aber mit der Theorie, dass man durch jede Veränderung irgendwie einen alternativen Zeitstrang erschaffen würde, würde ja dann quasi diese Theorie auch schon wieder ad absurdum geführt werden, oder? Weil ich meine, wenn ich eine alternative Zeitlinie erschaffe, dann bin ich ja trotzdem noch da. Weil ich bin ja da. Ja, also das, was geschehen ist in meiner Zeitlinie, das bleibt ja. Und ich kann ja trotzdem als quasi Besucher, oder bin ich dann, dann bin ich aber in dieser Welt, müsste ich dann verschwinden. Das ist schon sehr, also wenn man darüber nachdenkt, ne, alter Schwede. Genau wie das Thema Zeitreisen, nee, Lichtgeschwindigkeit reisen. Ob das mit Lichtgeschwindigkeit geht und so weiter. Und dann, ah, so viele Leute sagen, ja, früher oder später geht das. Rein physikalisch geht das nicht, Leute. Man kann mit annähernder Lichtgeschwindigkeit reisen, aber nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Ich habe keine, echt mal, echt jetzt. So, zack, oh. Ach, ich hab noch eine Axt, egal. Ach. Hä? Letzten Folge sag ich Spitzhacke, jetzt sag ich Axt. Was ist denn los mit mir? Okay, jetzt habe ich so viel an Eisen verballert, wegen die Trichter in den letzten Folgen. Jetzt habe ich hier kein Werkzeug mehr. Das ist natürlich super, suboptimal. Aber ist nicht schlimm. Ach ja, dann hat man solche Themen. Hier kommt nicht Spider-Man. Hallo? Ich warte. Manche Lieder fangen langsam und leise an. Was? Oh, das ist schön. Alte Gronkh-Musik. Alte Gronkh-Musik. Yay. Gronkh, Minecraft, Beste. Ist ja auch Beste. Ja, wie gesagt, dann hatten wir jetzt solche, ne, so tiefgründigere Themen wie Lichtgeschwindigkeit reisen, was nicht möglich ist, und Zeitreisen und was würde passieren und hier und dort. So, und dann gehst du auf Facebook und dann guckst du, dann siehst du irgendwelche Hundebilder und dann mit dem Titel, ja, mich teilt bestimmt keiner, weil ich hässlich bin. Es gibt so viele Zombies, die sagen, oh nein, du bist nicht hässlich, dich teile ich. Dann fragt man sich wirklich. Also ich sitze da, gegen die Leute, die es vielleicht zugucken und sagen, ey, ich habe auch schon mal ein Bild geteilt, ne, weil der Hund nicht hässlich ist. Da mea culpa, aber ich weiß nicht. Teile dieses Bild, wenn du auch möchtest, dass Jesus dich liebt. Oder teile diese, like und teile dieses Bild für einen Armen. Wie haben die das eigentlich früher gemacht in der Kirche? Meine Internet und so weiter gab es ja auch noch nicht immer, ne? Was, wie hast du denn da? Hast du das Brot geteilt? Stimmt. Hast du das Brot geteilt und hast einen Arm bekommen. Das sind wirklich so, ey, das passiert wirklich. Das passiert wirklich.
Oder die Leute, mein altes bekanntes, beliebtes Thema, wenn halt die AGBs auf Facebook geändert wurden und du mit einem Spruchbild über Facebook diesen AGBs widersprichst. Oder diesen Änderungen widersprechen möchtest. Weil das, dein persönliches geistiges Eigentum darf niemand veröffentlichen oder weiß ich nicht. Boah, das tut so weh. Das tut wirklich so abgrundtief weh. Das ist so, boah, so ein tiefsitzender Bauchschmerz, ne? So, da verkrampft sich so alles, ne? Die Nägel, die kräuseln sich. Die Zehen und Fuß, also die Fuß- und Fingernägel kräuseln sich. Und du bist traurig. Du wirst automatisch traurig. Nein, man kann nicht über Facebook-Bilder irgendwelchen Änderungen, die Facebook betreffen, widersprechen. Das geht nicht. Teile, wenn du das auch so siehst. Oh ja, ist ja gut Musik. Ach, Leute, Leute, Leute. Nur pass mal auf, ich mache hier mal eine Treppe hin, so eine sporadische. So, machen wir zwei, ne? So, dann kommen wir hier, zack, zack, zack. Dann haben wir hier, Alter, haben wir hier weggeschaufelt. Boah. Aber das ist schon echt mordsmäßig hier, ne? So, dann kommen wir hier so ein bisschen entlang und dann kommen wir hier vielleicht ein paar Bäumchen, vielleicht noch einen kleinen See oder so weiter. Oder hier so ein Fluss, der so runterführt ins Wasser. Ach ja, das ist schön. Die Musik ist auch gar nicht aufdringlich, penetrant. Huch, wo ist meine Schaufel hier? Oder auch diese ganzen Gewinnspiele auf Facebook. Like diese Seite, teile dieses Bild und setze einen Kommentar drunter und markiere Freunde, ja, um an einem Gewinnspiel teilnehmen zu können. Boah, und es wird geteilt wie Teufel. Es wird geteilt wie... Alter, das geht nicht, das ist unglaublich. Warum teilt ihr das denn? Ihr habt doch nicht wirklich eine Chance, etwas zu gewinnen. Ja, aber dann kommen auch Leute in den Kommentaren, ne? Die sagen, ich habe schon so oft was gewonnen. Und das macht richtig Spaß. Leute, macht mit. Ja, geil. Ja, wenn irgendjemand im Kommentar schreibt, ich habe schon so oft was gewonnen, macht mit, dann wird das mit Sicherheit nicht von den Betreibern der Seite sein, oder? Ne? Also wirklich, doch, ne? Das ist schon sehr authentisch. Oder die 500 € Gutschein von Rewe. Alter. Was hat sich Rewe dabei nur gedacht? Weil die müssen da sowas ja bringen. Die haben ja wirklich ein Imageproblem und wirklich Umsatzproblem. Die müssen ja echt ne, Werbung machen mit 500 € Gutscheine, weil die haben ja gar keine Kundschaft. Da müssen die halt über Facebook solche Aktionen bringen, damit überhaupt noch jemand was einkauft bei Rewe. Aber am meisten empört, also am meisten erschüttert mich wirklich die Tatsache, dass es Leute gibt, die das machen. Und wie oft werde ich kommen, wie oft werde ich markiert von meinem Schwager? Und ich möchte meinem Schwager manchmal entweder nur drücken oder einfach nur mal ein paar links und rechts, ne? So ein paar Watschen geben nach dem Motto, wach doch endlich mal auf, du kriegst nichts. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und weißt, was du als Antwort bekommst? Ja, versuchen kann man es ja mal. Nein, kann man nicht. Das Einzige, was du machst, ist, du hilfst den Leuten, die die Seite erstellt haben, zu mehr Klicks und boah. Ja, Herr Fan, mach mal. Dann mach mal. Ich drück dir die Daumen. Toi, toi, toi. Und dann kommt das Antwort, ja, aber ich habe dich doch markiert. Dann gewinnen wir ja beide. Das ist auch der Moment, wo du dir einen Kaffee machst mit zwei Löffel Kaffee statt mit einem Löffel. Oder optional so ein Schuss Bourbon rein in den Kaffee. Ich ja nicht. Aber wisst ihr, was ich meine? Ne? Ist schon. Momente, wo der alte Kuschelbär aus der Kindheit tatsächlich wieder ein bisschen Arbeit hat. Denn dann sitzt du da mit deinem Kuschelbär in der Ecke, wippst vor und zurück und der Bär tröstet dich, allein mit seiner Anwesenheit. Das einzig schlaue Individuum um dich herum ist ein alter Kuschelbär. Lalalala. Hey, du bist aber ganz schön am Haten, ne? Nein, ich hate wirklich nicht. Ich verhöhne ein bisschen. Na, ich bin ein bisschen verhöhnend. Aber auch nicht böse verhöhnend. Komm. Ne, wer wirklich sowas auf Facebook teilt, der muss auch sowas aushalten können. Also mal ganz im Ernst.
Like und share, ne? Like, wenn du es auch so siehst. Liken und teilen. Dann gibt es einen Arm von Jesus, der sitzt gerade neben mir, der hat das auch gesagt, der hat es bestätigt. Ich habe ja früher als Jugendlicher, das darf ich jetzt sagen, also diese Jugendsünden, ja, jetzt kommen ja die Jugendsünden, ja, auch ein anderes Thema, Jugendsünden. Ja, ich war ja früher sowas von mir selbst überzeugt, ja, ich war sowas von arrogant, weil ich dachte, ja, ich bin schon ein schlaues Kerlchen. Ich weiß nicht, warum man sowas denkt, ja, aber mit, ja, noch bis 19 Jahre denkt man so, also 16, 17, 18, 19, so um den Dreh rum, da habe ich mich für das schlauste Kerlchen auf der ganzen Welt gehalten. Also wirklich, ich habe sehr viel von mir gehalten. Und das Ding ist, es wurde auch teilweise bestätigt durch dumme Leute um mich herum. Ja, also es gibt halt Erwachsene, halt wie Freundinnen, Bekannte von Mutter oder Vater, eigentlich mehr von Mutter. Mein Papa war Türke, der hat mehr mit türkischen Kollegen zusammen was zu tun gehabt. Da habe ich ja halt nicht so den Kontakt gehabt. Aber halt die Deutschen, ne? Und dann hörst du dann halt auch Leute, die, ja, ich weiß nicht, darf man einfältig sagen oder ist das auch schon wieder zu viel Gehate? Ja, einfältige Menschen gibt es ja halt, ist ja jetzt nicht böse gemeint. So, wir gehen jetzt mal zurück und gucken, ob wir halt ein bisschen. Wow. Na, und wenn dann sowas hörst und so richtig so komplett Falschaussagen, von denen du hundertprozentig weißt, die sind einfach nur falsch. Ja, und du willst die Leute überzeugen mit Argumenten. Argumentieren kann ich ja. Ist ja nicht so, dass ich nicht argumentieren kann. Ja, und ich kann auch teilweise Sachen belegen. Ja, und man muss ja einfach nur ein bisschen belesen sein und schon kann man Quellen, also auch damals schon ohne Internet, ne, kann man halt teilweise halt, du holst halt Bücher, ne? Oder Geschichtsbücher oder weiß der Geier was, oder, ne? Jedenfalls habe ich da gedacht, boah, Alter, ich bin so schlau. Und die Leute um mich herum sind teilweise so richtig dumm. Nicht alle, um Gottes Willen. Also alle habe ich auch nie wirklich für dumm gehalten, aber einige. Ja, und soll ich das so machen, dass sie hier ein bisschen abgeht, oder soll ich hier auch noch ein bisschen schräg machen? Das wird dann passen, oder? So eine schräge Brücke? Aber egal, das machen wir später. Ach, Gottchen, nee. Jedenfalls habe ich mir irgendwann mal, so ab 20, habe ich mir das mal abgewöhnt. Ja, ich habe auch Leute ausgelacht, ne? Wie gesagt, jugendlich, ja. Ich habe auch Leute ausgelacht und verhöhnt, die halt der deutschen Sprache in Wort und Schrift nicht mächtig waren. Ja, in Wort, okay noch, ging. Aber in Schrift, also ich bin ja so ein Rechtschreib-Nazi gewesen damals, so richtig extrem. Ja, und ich habe wirklich alles und jeden verhöhnt, der nicht richtig schreiben konnte. Was natürlich komplett die Vollarsch-Aktion ever ist. Aber ist halt. Ach hier. Ist halt, ich rühme mich nicht damit, aber es war damals so. Und das habe ich dann so ab 20 habe ich das dann so abgelegt. So, boah. Er tut mir eigentlich schon fast weh, aber wir haben 33 Rubine. AKA Diamanten. Was rede ich denn da für einen Scheiß? Warum sollen wir die nicht mal benutzen? Warte mal, wir haben Level 12, ne? Kann ich dann schon wenigstens ein bisschen. Ich will das jetzt nicht so verzaubern, aber einfach nur. Ja, Level 10 hätten wir. Effizienz 2, pass auf. Und warte, ab wann? Ab 4, 10, 30. Okay, 10 haben wir. Hol mal einmal ein bisschen Lapis. Gucken wir auf Effizienz, ob wir Effizienz. So, und dann habe ich lange, 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 lange Zeit das abgelegt. Ich habe mich auch ein bisschen dafür geschämt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, weil es ist ja wirklich eklig, wenn man sowas denkt, so, oh, ich bin der Schlauste und Beste. Und nee, Quatsch, ein Scheiß bist du. Bist ein kleiner Pimmel, mehr bist du nicht. Ne? Gut, ne? Du kannst zwar Auto und Katze und so weiter richtig korrekt schreiben. Ne? Groß-Kleinschreibung konnte ich auch. Interpunktion war mir auch nicht fremd, war mir alles geläufig. Aber trotzdem, deswegen bist du nichts Besseres. Das habe ich dann halt abgelegt irgendwann. Und was habe ich bekommen? Effizienz 2, Haltbarkeit 2. Oh. Oh, ich glaube, damit kann ich viel anfangen. Und jedenfalls. Was mir aufgefallen ist, und das auch wirklich nicht böse gemeint ist, teilweise ist es so, du hast ja auch wirklich Tölpel um dich herum. Also ich sag's mal wirklich so, wie es ist, Tölpel. Ja, du hast wirklich Bauerntölpel um dich herum. Mein Gott, was? Kurzen Moment.
Luft anhalten. Boah, so, irgendwie habe ich jetzt einen Schluck auf gehabt. Also du hast wirklich Tölpe um dich herum, auch wirklich einfältige Leute, die halt dumm sind. Aber das macht mir nichts aus. Mehr, was mich stört tatsächlich, sind Leute, die vielleicht jetzt nicht die Hellsten sind, aber dann das Maul aufmachen, als wären sie die Hellsten. Ja? Wo man schon weiß, sobald die irgendwie was sagen, das ist komplett falsch. Und du kannst es widerlegen, du kannst es belegen, dass es falsch ist. Und die Leute gucken dich an und halten dich für dumm. Und spotten mit anderen dummen Leuten, die denen glauben, wie dumm du doch bist. Und das sind so Sachen, die mich komplett... Oh, sowas tiltet mich mega. Also ich habe ja wirklich die Arroganz schon abgelegt, ne? Aber das ist etwas, was mich wirklich mega... Gut, jetzt mag der ein oder andere vielleicht denken, das ist doch arrogant, was du sagst. Ja, mag ja sein. Ja, aber hier, ne? Thema... Alter, geht das schnell. Alter! Wow, was ist das denn? Hohoho. Wow. Okay, ich bin Flash. Speed. Ich bin Speed. Wie gesagt, ne, mag man halten, was man will. Aber es ist halt wirklich so, dass manche Leute mich wirklich mit ihrer Dummheit tilten. Dummheit tiltet mich, tut mir leid. Wenn es diese einfältige Dummheit, also diese... Ich habe früher die Leute, die keine Ahnung hatten, aber das Maul aufgerissen haben, GIs, ne, also die gefährliche Inkompetenz. Das ist tatsächlich kein Witz, das habe ich früher genauso mit meinem besten Freund, erfunden sozusagen, ne? Weil es wirklich so viele Leute gab, die auch damals das Maul aufgemacht haben, die es nicht besser wussten, aber immer das Maul aufgemacht haben. Das ist tatsächlich etwas, was ich noch beibehalten habe. Leute, die keine Ahnung haben, aber das Maul aufmachen. Ja, wobei ich dann auch teilweise vorsichtig selber bin, ja, mit meinem Urteil, weil oftmals versuche ich mich auch an Themen, bei denen ich nicht hundertprozentig genau Bescheid weiß, ja. Und da bin ich auch mal vorsichtig mit meinen Äußerungen, in Sachen Politik zum Beispiel, ja. Also da hat mein bester Freund weitaus mehr Ahnung als ich, weil der sich da viel mehr für interessiert hat. Und ich habe immer so teilweise was gehört, Informationen und so weiter. Und dann habe ich mir auch ein bisschen eingelesen vielleicht. Aber die ganzen Hintergründe. Also wenn man jetzt hinterfragt hätte, also tiefgründig hinterfragt hätte, hätte ich irgendwann gesagt, pass mal auf, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Geht ja auch nicht, man kann ja nicht alles wissen, ja. Aber ich versuche dann wenigstens mich immer so weit zu informieren, dass ich dann halt auch zu dem Thema, worüber ich sprechen möchte, tatsächlich, ja, auch quasi alles weiß im Großen und Ganzen. Dass ich nicht komplett wie ein Vollidiot dastehe. Ja, weil ich ja selber weiß, ich verachte ja selber Leute, die halt das Maul aufmachen, obwohl sie keine Ahnung haben. Ja, deswegen diskutiere ich auch so gerne, oh, jetzt wird's wieder gemein, mit dem rechten Pack auf Facebook. Jetzt will ich nicht wieder politisch werden, aber es ist tatsächlich so, es ist mir teilweise sogar eine Freude. Wenn ich dann wirklich hoch, Moment, kurz, ich wurde angeschrieben. Ah, hallo. So, warte mal, ich antworte mal kurz, weil... so, warte, kurz. Bin noch in der Aufnahme für circa 10 Minuten. So. So, stimmt zwar nicht, bin ja ein bisschen länger in der Aufnahme, weiß sie doch aber nicht. Ja doch, 12 Minuten, mein Gott. So. Huch. Jetzt habe ich den Faden verloren, toll. Alles eure Schuld. So, aber geht euch das auch so, dass ihr manchmal Leuten wirklich, ach nee, hier mit dem rechten Pack und so weiter, ja gut, da hast du überwiegend, wirklich auf Facebook treibt sich ja sowieso die Creme de la Creme rum, ne? Also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ne, mag ja Facebook ja halt allein wegen die Spiele und auch früher war es halt ein bisschen mehr so, dass man halt, ja quasi Facebook war für mich früher mehr so Fotoalbum von Freunden aus vergangenen Zeiten. Ja, Klassenkameraden, Freunde, deswegen, ja, ist schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, Facebook, ja. Und hier mit den ganzen Datenklau und dass er nicht sicher ist, ich bitte euch, Privatsphäre, Daten, kommt, ne? Ihr nutzt Google und dann heult ihr rum und teilt eure Protestbildchen auf Facebook. Gegen Facebook, komm. Nein, aber worauf wollte ich wieder hinaus? Ihr lenkt mich die ganze Zeit ab, merkt ihr, ne? Ey, ernsthaft jetzt? Ich habe wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch eine Art der Dummheit, ne? Ist das dumm?
wenn man so jetzt verstreut ist, aber man hat so viele Gedanken, ich kann die gar nicht mehr sortieren. Weil ich auch hier teilweise. Ja, ist schon ein bisschen betäubend hier, ne? So ein bisschen hypnotisierend. So, braun, braun, braun. Hier, die Erde ist braun, braunes Pack und so weiter. Da ist ja wie gesagt auch leicht, ne? Weil ich meine, das braune Gedankengut, da braucht es ja nicht viel an Argumente und so weiter, um das zu widerlegen. Das macht mir schon ein bisschen Spaß, da mal ein bisschen so mitzumischen, ne? Ein bisschen stumm zu machen und so weiter, ne? Aber eigentlich bin ich mehr so der friedliche Typ. Ich will eigentlich meine Ruhe haben. Und ich bin auch teilweise sehr hart im Urteil. Also wenn dann halt Leute kommen, die auch ja, sich dumm verhalten, die vielleicht nicht dumm sind, aber sich dumm verhalten. Bestes Beispiel hier halt vor kurzem habe ich ja erzählt, Leute, die Scheiße bauen und dann aber dafür immer ein Ja-Aber haben. Ja? Statt selbst zu reflektieren und zu sagen, pass auf, ich habe mir davon, weiß nicht, was ich mir davon versprochen habe, keine Ahnung, war aus dem Impuls heraus, ich hatte einfach Bock, das zu machen, was nicht korrekt war. Sorry. Es gab, kommt immer ein Ja-Aber, aber es gibt immer einen Grund, der alles relativiert, der alles, ne, rechtfertigt. Und was noch schlimmer ist, sind die Leute, und das ist wirklich dummes Verhalten, oder dummdreistes Verhalten teilweise sogar, die sich Sachen erlauben, die sie dann aber bei anderen komplett verteufeln. Ja? Bestes Beispiel, ich würde jetzt als Dicken hier halt, der ich jetzt bin, ich bin halt ein kleiner Fettsack, ist ja nicht schlimm. Ne? Ich würde dann halt Leute verurteilen, die halt auch dick sind, übergewichtig. Und würde sagen, Alter, guck mal, guck dich mal an. Ne? Mach mal ein bisschen mehr Sport, ne? Achte mal ein bisschen auf deine Ernährung, was soll das denn? So ganz plump. Einfach nur, um mal zu verstehen, was ich jetzt meine. Ja, da würde jeder sagen, pass mal auf, pack dir doch an die eigene Nase. Und ich würde sagen, ne, ich achte immer auf meine Ernährung. Obwohl es so offensichtlich ist, dass ich offensichtlich nicht auf meine Ernährung achte und definitiv keinen Sport mache. Obwohl ich mache sogar Sport, jetzt mal im Ernst. Aber halt, ich achte nicht auf meine Ernährung, ne? Also der Sport vermeidet nur weiteren Kollateralschaden. Ja, aber nur so als Beispiel, ja? Also beispielsweise Leute, die halt über andere lästern und sich darüber aufregen, wie die anderen Leute lästern. Das ist kein Scherz, das ist gang und gäbe. Und das gibt es leider so oft und so häufig. Und das ist wirklich dumm. Dann denke ich mir, ey, du bist doch eigentlich gar nicht so blöd. Warum machst du das? Das ist ein dummes Verhalten. Ja, oder halt sich Sachen rausnehmen, die man bei anderen verteufelt. Ja, ich will jetzt auch nicht ins Detail gehen. Da gibt es halt Leute, die halt so sind. Ja, die halt sagen, pass mal auf. Ach, ich weiß nicht, wie gesagt, ich will keine Details nennen. Aber es sind solche Leute, die sich wirklich Sachen rausnehmen, aber bei anderen gleichzeitig verteufeln. Und da kriege ich immer so einen Kopf mehr. Also bin ich wirklich im Gerechtigkeitswahn? Ja, ich meine, wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir machen Fehler, keiner ist perfekt, um Gottes Willen. Ja, aber das geht nicht. Es geht einfach nicht, dass man halt Leute verurteilt, aber selbst kein bisschen besser ist. Und sich auch nicht mal die Mühe macht, besser zu sein. Ich verurteile ja auch oft genug, aber ich reflektiere auch oft genug. Und ich denke sehr häufig nach, weil ich mache natürlich wie jeder andere Mensch auch Fehler. Ohne Ende Fehler. Also nicht ohne Ende, aber ich versuche es natürlich zu vermeiden. Aber im Laufe der Jahre, man macht natürlich viele Fehler. Aber ich habe immer wieder versucht, wirklich streng und fair zu sein mit mir selber und zu gucken, pass mal auf. Woran liegt das denn? Was ist denn jetzt los hier, ne? Weil irgendwie, jemand kann ja nicht schlechte Laune haben ohne Grund. Also muss ja vielleicht was getan haben. Ne? Was ich vielleicht erstmal gar nicht so schlimm gesehen habe, aber es muss ja irgendwie was sein. Also wir sind schon wieder mega voll, ne? Aber leider ist das bei total wenigen Leuten so, dass sie dann ebenfalls so selbstreflektierend dahergehen und wirklich die Sache mal ein bisschen versuchen zu analysieren. Alter. Ist mal im Ernst, ne? Habe ich schon. Ist das jetzt die zweite eine halbe Stunde Folge? Ja, ne? Boah. Guckt euch das an. Alter, was haben wir abgetragen? So, schlechte Nachricht. Der Boden, alles was in Stein ist, den müssen wir nochmal komplett mit Erde abdichten. Tut mir leid. Aber lässt sich leider nicht anders machen. Lässt sich leider nicht anders vereinbaren. So, das mache ich jetzt auch nochmal dicht. Wie gesagt, wir wollen das in dem Frame haben. Das Gerüst. Habe ich nicht schon Timeset Day gemacht? So. Das wird sowieso alles noch ein bisschen ausgetauscht und so weiter und so fort. Hauptsache, wir haben hier erstmal unseren großen Kasten.
Oha. Boah, da wird jetzt einiges bald in den nächsten Folgen, die wir jetzt nicht mehr machen können. Jetzt ist Aufnahmesession vorbei. Da werden wir einiges an Sachen noch haben. Und ich wollte hier eigentlich zumachen, ne? Wie mache ich das denn hier am besten? So. Boah. Ach du Schande. Ja, am besten würde ich sagen, ich flute das Ganze hier, ne? Ich würde sagen, ich flute das hier, damit wir nicht komplett dicht machen müssen wegen die Monster. Ich möchte ungerne Monster unterhalb meines Dings haben. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen versuchen wir das mal zu fluten. Das war jetzt weniger schlau, oder? So. So, doch, das ist okay. Kann ich denn hier ein bisschen fluten? Wenn ich jetzt hier hinten ist doch Wasser, ne? Wo war denn Wasser? Hier ist Wasser. Und hier ist Wasser. Aber hier kommen wir nicht runter, oder? Ich schaufel noch mal ein bisschen. Und was mich auch noch unheimlich stört, sind Leute, die offensichtlich Scheiße gebaut haben. Ja. Und dann wirklich, weiß nicht, habe ich das schon angesprochen? Und dann sich entschuldigen und sagen, dass es ihnen leid tut. Aber man weiß, es tut ihnen einfach nur leid, dass sie quasi dabei erwischt wurden. Ja, und die einzige Lektion, die sie daraus ziehen, ist, beim nächsten Mal, wenn sie Scheiße bauen, besser aufzupassen, dass sie nicht erwischt werden. Und das ist etwas, was ich so unheimlich ärgerlich und auch traurig zugleich finde. Weil es sind auch sehr viele Menschen gewesen in meinem Leben, die das gemacht haben, mit denen ich einfach nichts mehr zu tun haben wollte und konnte. Ja, und ich wollte eigentlich ja. Das sind immer so Sachen, das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen weh. Manchmal ein bisschen arg weh, aber. Ja, machst du halt nichts, ne? Und dann, wenn alles zu viel wird, setzt dich einfach an den PC, spielst ein bisschen Minecraft und nimmst dabei auf und babbelst. Babbelst den Frust von der Seele, babbelst zum 10.000. Mal über Politik und Religion, obwohl du das immer wieder vorhattest, nicht zu machen. Ach ja. Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Sowas von komplett gar nicht. Alter, geht das mega schnell. Huch. Ich meinte hoch. Ach, guck mal an hier. So, aha. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Alter, ich habe so einen trockenen Hals. Ich habe gelabert. Boah, Alter. Ich merke das jetzt erst. Ich trinke, ich komme gar nicht mehr mit dem Trinken nach. Obwohl, gut, Kaffee ist jetzt nicht unbedingt so. Unbedingt das Getränk der Wahl, wenn es halt darum geht, die Stimme dann ein bisschen zu schonen. Da dann doch tatsächlich lieber Tee mit Honig. Auch ein altes Geheimrezept von Gronkh. Habe ich auch von ihm. Also aus seinem Let's Play, nicht persönlich, Motto: Hey, Nemesis, trink mal Tee mit Honig, das ist gut. Nee, nee, aus seinen Minecraft-Let's Plays. Die Geschichte dazu fand ich so süß. Wie er da halt damals gearbeitet hat, irgendwie beim Bühnenaufbau oder so. Und dann hat er beim Gig von DJ Bobo irgendwie beim Buffet, hat er sich da irgendwie bedient in der Pause. Dann Brötchen sich geschmiert und dann tatsächlich auch Tee mit Honig getrunken. Er gesagt hat, er irgendwie DJ Bobo, der da auftreten sollte, Tee mit Honig weggesoffen. Fand ich lustig. Das war DJ Bobos Tee. Ne, halt eben für die Stimmbänder, weil ist halt gut. Und der liebe Gronkh hat dem DJ Bobo halt den Tee weggesoffen. Einfach so eiskalt. Nicht bewusst, aber das ist auch mal wieder so typisch Gronkh, ne? Säuft er dem DJ Bobo den Tee weg. Gronkh ist der Beste. Kannst sagen, was du willst. Boah, Alter, wir haben hier. Ich weiß nicht, wohin damit. Wir sind jetzt fertig, ne? Boah. Ey, wir waren fleißig, komm. Wir waren richtig, richtig, richtig fleißig. So. So, dumm, dumm, die dumm, die dumm. Na komm. Ja, genau. Genau da soll es hin. So, machen wir hier dicht.
Damit wir mal ein bisschen. Huch! Alter, ernsthaft, ne? Ist gerade weggeschaufelt, Mann. So. Gut, 30 Minuten haben wir jetzt hinter uns. Boah, Alter. Gut, dann gehe ich mal schnell. Ich versuche es jedenfalls. Hier oben hin. Boah. Ist schon eine Hammerleistung, ne? Also ich muss sagen, doch, ich bin schon ein bisschen stolz. Was wir hier rausgestampft haben aus dem Boden. Alter, das ist das größte Terraforming-Projekt ever. Von mir jetzt. Das größte, ich meine, ich habe ja diesen Park schon mal gebaut, allerdings halt in einer Testwelt. Also in einer, ne, diese Flachwelt halt mit, ne, im Baumodus halt so. Oh Gott, ich habe einen Pappmaul und ich brauche Pause. Oh Gott. So, liebe Leute, ich habe euch genug zugelabert. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen unterhalten können bei dieser ganzen drögen Arbeit. Ich hoffe, dass jetzt, wir sehen, es ist noch einiges, aber da hinten müssen wir mehr aufschütten als abbauen. Das ist dann natürlich noch ein bisschen angenehmer. Und ich glaube, diese Schaufel hier war ein Segen. Also diese Diamantschaufel. Das war wirklich ein Segen. Liebe Leute, ich würde sagen, so, huch, so, ja, so. Ich würde sagen, liebe Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Lieben Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, ich hoffe, bis zur nächsten Folge und so, ne? Macht es gut. Tschüss.